Jo, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade eine gute Runde in Tschechien unterwegs. Das werden, denke ich mal, schon einige mitbekommen haben. Ich bin zusammen mit meiner Familie im Skiurlaub. Wir waren schon öfter in Österreich, in Frankreich oder was auch immer, eigentlich so jeden Skigebiet, das man so um Deutschland rum kennt. Aber wir waren noch nie in Tschechien. Gerade hier ein bisschen in dem Ort unterwegs, in dem wir unsere Ferienwohnung haben. Wir haben eine sehr nice Wohnung bekommen, die kostet für 5 Tage 200 Euro. Und das, obwohl wir jeder ein eigenes Schlafzimmer haben, eine große Küche, ein großes Wohnzimmer. Also ja, ziemlich günstig. Ich denke mal, in fast jedem anderen Land, also zumindest in Frankreich, Deutschland und Österreich, würde man für 5 Tage für die Wohnung safe ja, mindestens das Doppelte eigentlich bezahlen. Da hinten ist so ein Haus. Ich finde, das findet man in Deutschland in so neuen Wohngebieten mega oft. Also modern, großes Haus. Ja, wahrscheinlich vor 2 Jahren oder so gebaut. Aber dann gibt es gleichzeitig in der Straße auch noch solche Objekte, die halt einfach leer sind. Vielleicht wohnen ein paar Obdachlose drin oder so. Boah, hier vorne liegt natürlich recht viel Schnee. Hier kannst du ungefähr 10.000 Episoden Lost Places machen. Weil jedes vierte, fünfte Haus ist ja einfach. Ja, wir sind hier direkt hinter der deutschen Grenze, in der Nähe von Oberwiesenthal und ich weiß gerade gar nicht genau, wie der Ort hier heißt, aber hier ist auch in der Nähe das Skigebiet von Oberwiesenthal und auch das tschechische Skigebiet in dem Fall. Dann können wir hier nochmal gucken. Das Haus ist wahrscheinlich noch bewohnt, sieht aber natürlich auch nicht so fresh aus. Ist das hier leer? Oh, das könnte wieder leer sein. Also ist schon krass. Es gibt natürlich auch ein paar neue Häuser. Das finde ich auch beeindruckend so. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind übelst viele alte Häuser und verlassene Häuser. Aber manchmal stehen zwischendurch auch einfach komplett neue Häuser. Was weiß ich, manchmal auch so ein leeres, abgerissenes Haus, was irgendwie sogar innen gebrannt hat. Und daneben ist einfach ein komplett neues Haus. Das, was ich vor ein paar Monaten gebaut wurde. Also ich glaube, wenn hier irgendwann die Häuser zerfallen, da geben die Leute es einfach auf, weil ich denke auch, dass viele Häuser hier stehen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Grundstück hier wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Und wenn ihr dann zum Beispiel da ein altes Haus habt, was so halb verfällt, dann müsstet ihr das ja abreißen und auch den ganzen Schutt und alles wegschaffen. Und ich glaube, das wird in vielen Fällen hier mehr kosten, als das Grundstück wert ist. Das heißt, viele Leute reißen einfach ihr Haus nicht ab, sondern ziehen um. Und ja, lassen das alte Haus einfach verrotten. Ein bisschen verständlich auch, weil klar, hast du ein Grundstück und das ist nice. Aber wenn das Haus einfach kaputt gegangen ist irgendwann oder verrottet oder wie gesagt, hier sind auch ein paar ausgebrannte Häuser, dann lohnt es sich nicht einfach, das abzureißen. Weil allein das Abreißen kann ja manchmal Zehntausende von Euro kosten. Besonders den ganzen Schutt wegzuschaffen, das alles zu entsorgen. Joa. Dann gönnt man sich ein neues Grundstück. Dann kommen wir jetzt hier gleich auf die Straße. Das Haus da hinten, auch leer. Das Haus, leer. Das Haus, leer. Das Haus, leer. Das große Haus da hinten sieht auch relativ leer aus. Außer die Leute wollen einfach nichts in ihre Fenster stellen. Hier auch nochmal das Haus, so ein bisschen von nahen. Oh, da könnte man auf jeden Fall gut einen Horrorfilm oder so drin drehen. Das leerstehende Haus finde ich hier besonders cool. Und zwar, weil es anscheinend ein altes Kino ist. Sieht irgendwie krass aus. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie in Fallout oder ja, in irgendwelchen postapokalyptischen Filmen. Ziemlich coole Location hier. Der Lost Place hier, ja, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger lost, würde ich sagen. Sieht trotzdem cool aus hier, so die Ruine. Leider eingezäunt, aber trotzdem schön anzusehen. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, und zwar hier das abgebrannte Haus.
Man sieht hier ganz gut, dass da wohl das Feuer aus den Fenstern rausgeschlagen ist. Alles auch verraucht. Hier heftiger Gaming-Rechner. Rein hier. Ich habe mal kurz den Blitz angemacht, damit man hier auch ein bisschen was sehen kann. Hier liegt alle möglicher Krempel rum. Und hier sieht man, dass es halt verbrannt ist. Boah, hier stinkt es auch richtig hart verbrannt. Hier an der Decke. Da sieht man alles abgebrannt. Hier die Treppe. Abgebrannt. Hier. Alles abgebrannt. Heftig. Jo Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Ich wollte euch einfach mal die paar verlassenen Häuser und hier so ein bisschen die Umgebung zeigen. Es gibt natürlich auch ein paar schöne Ecken hier. Aber ich fand das mal ganz interessant mit den verlassenen Häusern. Ich habe vor ein paar Jahren, das war ungefähr 2013, habe ich mal in Chemnitz gewohnt. Und in Chemnitz ist es auch so, dass in manchen Gegenden so jedes vierte, fünfte Haus einfach leer verlassen ist. Und ja, schon krass, weil jetzt wohne ich in Hannover und da ein verlassenes Haus zu finden, das wird auf jeden Fall schwer. In den nächsten Tagen werden auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen. Ich wollte eine kleine Session machen. Ich wollte ein bisschen was vom Skifahren filmen. Also freut euch schon mal drauf. Ansonsten schaut auf Instagram vorbei. Stürmer YouTube, da auch immer in der Live-Story was zu sehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video.